Die drei Freunde Ellie, Emil und Eva treffen sich in ihrem Lieblingscafé. Emil liest in der Tageszeitung von Einlegern, die aufgrund einer drohenden Insolvenz ihrer Bank Angst um ihr Erspartes haben. Auch die Freunde wüssten nicht, was in einer solchen Situation mit ihren Einlagen passieren würde. Beunruhigt durch den Zeitungsartikel will sich jeder bei seinem Bankberater erkundigen. Ellie ist Kundin einer Privatbank. Ihr Berater erklärt ihr, dass ihre Bank und alle weiteren Einlagenkreditinstitute in der EU einem gesetzlich legitimierten Sicherungssystem angehören müssen. Als Mitglied der Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH werden im Wesentlichen Guthaben auf Giro- und Termingeldkonten sowie auf Sparbüchern und Briefen bis zu 100.000 Euro je Kunde und Bank geschützt. Darüber hinaus ist bei besonderen Lebensereignissen wie der Heirat für 6 Monate ab Gutschrift ein Betrag von bis zu 500.000 Euro gesichert. Des Weiteren zahlt Ellies Hausbank in den freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken ein, der eine Anschlussdeckung über den gesetzlichen Betrag hinaus gewährleistet. Emil ist Kunde der örtlichen Sparkasse. Er möchte wissen, ob seine Gelder ausreichend gesichert sind. Das Sicherungssystem der Sparkassenfinanzgruppe ist eine Institutssicherung. Das bedeutet, dass der Fortbestand einer in Schieflage geratenen Bank gewährleistet wird. Diese Art der Sicherung erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und schützt zusätzlich Inhaberschuldpapiere. Dem Haftungsverbund der Sparkassen gehören 13 einzelne Einrichtungen an. Jede Sparkasse ist standortabhängig einem regionalen Stützungsfonds zugeordnet. Wenn in einem dieser die Mittel zur Sicherung einer Sparkasse im Krisenfall nicht ausreichen, können durch den Haftungsverbund zunächst die Gelder aus anderen Stützungsfonds genutzt werden. Genügen auch diese Hilfen nicht, können die Sicherungsreserve der Landesbanken und Girozentralen sowie der Sicherungsfonds der Landesbausparkassen herangezogen werden. Durch diese Absicherung der einzelnen Institute vor Schieflagen werden die Einlagen der einzelnen Kunden in der Sparkasse geschützt. Eva ist Mitglied einer Volksbank und erkundigt sich derweil bei ihrem Bankberater über den genossenschaftlichen Einlagenschutz. Die Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken fährt einen zweigleisigen Ansatz. Zum einen findet durch die BVR Institutssicherung GmbH eine direkte Einlagensicherung nach den gesetzlichen Normen statt. Zum anderen erfolgen eine Institutssicherung und ein indirekter Einlagenschutz durch die BVR Sicherungseinrichtung. Seit 1934 unternimmt diese Maßnahmen zur Abwendung von drohenden oder bestehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der angeschlossenen Institute. Aufgrund des garantierten Fortbestands der einzelnen Banken sind sowohl Evas Einlagen als auch ihre Inhaberschuldverschreibungen gesichert. Die drei Freunde treffen sich wieder und stellen fest, dass ihre Einlagen trotz der unterschiedlichen Sicherungssysteme gewissenhaft bei den Instituten verwahrt werden. Erleichtert können Sie sich nun wieder Ihren gewohnten Gesprächsthemen zuwenden.